Derby-Kracher in der German Football League. Gleich zum Auftakt der neuen Saison empfingen die Berlin Rebels im altehrwürdigen Mommsenstadion den Rivalen Berlin Adler. Ach, Adler ist immer ein besonderes Spiel für uns. Hat in den letzten Jahren so ein bisschen von der Brisanz verloren, weil wir ja schon ein bisschen besser geworden sind inzwischen, aber ist immer noch was Besonderes. Und so war schon vor Kickoff die allumfassende Anspannung zu spüren. Rebels Coach Kim Kutschi gab die Marschrichtung vor. Na gut, also in erster Linie ist mir wichtig, dass wir heute uns auf unser Spiel konzentrieren, möglichst fehlerfrei spielen und von den Fehlern, die wir letztes Spiel gemacht haben, lernen. Doch das gelang nicht sofort. Die Rebels um Neu-Quarterback James Harris fanden im ersten Viertel nicht richtig ins Spiel. Und so gingen die Adler durch einen Touchdown von Devin Francis in Führung. Also erste Halbzeit hat halt nicht viel funktioniert. Deswegen mussten wir eigentlich nicht so viel verändern, sondern einfach nur das, was wir uns vorgenommen haben, dann endlich mal umsetzen. Und wir haben leider die letzten Spiele sowieso immer Probleme, in so ein Spiel reinzukommen. Und dann nach der Halbzeit läuft es oft besser und war heute leider wieder so. Kein Grund also für verregnete Stimmung, denn die Rebels kamen in Hälfte 2 richtig in Fahrt und überrollten den Hauptstadtrivalen. Die Adler fanden keine Antwort mehr gegen defensiv und offensiv stark aufspielende Rebels. So saß auch Simon Meyerhoff, der das Adlerspiel amerikanisch direkt zusammenfasste. Wir haben viele kleine Fuck-ups gemacht, die uns dann am Ende gekillt haben. Aber ja, next step, next game. Auch der US-Quarterback-Neuling der Rebels überzeugte vor allem in Hälfte 2 und war sich nicht zu schade, bei mehreren Read-Option-Spielzügen selbst die Beine in die Hand zu nehmen. Aber was denkt ein Quarterback aus Übersee eigentlich über Football in Deutschland? Es gibt wirklich keinen großen Unterschied. Klar, es kommt darauf an, wo du spielst, aber diese Liga ist hart umkämpft. Ich freue mich auf die weiteren Spiele und hoffe, mich noch weiter verbessern zu können. Und ja, es ist eine gute Liga und ich genieße es. Zum Genießen war das Spiel für die Hausherren dann in der Schlussphase, in der sie ihre Führung weiter ausbauen konnten und das Spiel deutlich mit 47-13 gewannen. Hinter mir feiern die Rebels ihren Sieg. Es war ein geiles Spiel, spannende Momente und wir feiern mit ihnen. Klickt euch rein bei Hauptstadtsport TV.